Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Das Thema heute ist Leichtigkeit. Es geht darum, das Leben jetzt lebenswert zu machen. Kümmere dich um dein jetziges Leben. Mach es lebenswert und du kannst dir wirklich immer wieder sagen, du bist als unschuldiges Kind geboren. Du bist mit einem großen, offenen Herzen und viel Neugier geboren und mit viel Liebe bist du auf die Menschen zugegangen, als kleines Baby, als kleines Kind. Und das muss auch durch Gedanken in dein Unterbewusstsein eingepflanzt werden. Und ich bin der Meinung, dass da Gedanken doch eine große Rolle spielen. Es macht was aus, wie ich in die Welt hinausschaue. Es ist so. Wie mit den gelben Autos. Wenn man ein gelbes Auto unbedingt kaufen möchte, sieht man plötzlich ganz viele gelbe Autos. Es hat wirklich etwas, wie ich in die Welt hinausschaue. Es ist zwar nicht immer leicht, das ist klar, wenn es einem selber ganz schlecht geht, ob es gesundheitlich ist, Schmerzen oder Erkrankungen da sind. Und dennoch, ich kann immer etwas Positives sehen um mich herum. Das hat nicht nur mit positiv denken und bla 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 zu tun. Nein, es ist wirklich so. Wenn ich etwas Schönes sehen will, dann sehe ich es auch. Und klar, wenn es einem ganz schlecht geht, auch finanziell und wie auch immer, oder man krank ist, dann will ich auch nichts Schönes sehen manchmal. Ne? Man hat manchmal auch Ärger und Wut und Sorgen. Und da ist dieser Blick für das Gute sozusagen vernebelt. Also dann kann ich durch diesen Nebel nichts Schönes sehen. Ne? Das ist ganz klar. Und man kann sich auch nicht dazu zwingen. Aber man muss, um aus diesem tiefen Tal wieder herauszukommen, wenn es also schon eine Weile geht, diese negativen Gedanken oder dieses schlechte Annehmen von der Zukunft, ne? Also dass die Zukunftsgedanken auch noch schlecht sind. Irgendwann muss ich dann aus diesem Tal wieder herauskommen. Es geht einfach dann nur mit einem realistischen, positiven Denken. Denn die Gedanken sind auch Grundlagen für das Handeln dann. Du bist als unschuldiges Kind geboren. Du bist mit einem großen, offenen Herzen und viel Neugier geboren und mit viel Liebe. Warum nicht mal wieder wie ein Kind sein? Fast jeder sehnt sich doch von uns im Inneren, wieder einmal Kind zu sein. Das Spielen, das Lachen, das Unbeschwerte, diese Leichtigkeit, danach sehnen wir uns doch sehr. Das brauchen wir auch, denke ich mal. Also das ist für unsere Gesundheit förderlich. Zum gesund bleiben und zum gesund werden. Und wahrscheinlich ist es so, dass unser inneres Kind, also unser Inneres, und in uns ist ja auch noch das Kind von damals, und das will einfach spielen. Das will unbeschwert sein. Und wenn wir das zurückweisen, nach dem Motto, ach, wir sind jetzt groß und wir dürfen das nicht mehr, oder was soll denn dieser Quatsch, da wirken wir einer gewissen Natürlichkeit entgegen. Wir sind Menschen und in uns drin ist noch das Kind auch, was spielen will und Freude haben will. Einfach malen, Pinsel, Stifte und Papier nehmen und einfach drauf losmalen. Das kann auch so eine spielerische Leichtigkeit haben und uns gut tun. Tanzen und zum Teil auch singen und solche Beschäftigungen. Das tut uns einfach gut. Ich denke, das ist auch ein Grund mit dafür, warum dieses Kartenlegen und dieses Orakeln, diese Orakelkarten, Tarot und auch Lenormand und andere noch, warum das wieder einen Boom erlebt derzeit, warum das so beliebt ist wieder. Es regt zum Nachdenken an. Es ist nicht nur dieses Voraussagen, was man machen muss und was kommt und ob der Teufel kommt heute oder ob heute die Sonne kommt, ob was Gutes kommt. Ich sehe das alles irgendwo spielerisch. Warum soll man das nicht einfach mal ausprobieren und sich anschauen? Einfach diese Leichtigkeit eines Kindes wieder wahrzunehmen. Das ist einfach wichtig und das tut gut. Und dafür sind die Karten wunderbar. Ich war sehr skeptisch. Irgendwie bin ich auf YouTube, als es mir nicht so gut ging, auch wurden mir vorgeschlagen, solche Videos mit Orakelkarten und Lenormand-Karten, Tarotkarten. Und ich war erst sehr skeptisch. Ich dachte, ach, so ein Quatsch, so eine Zauberei. Und habe mir dann doch einige Videos angeschaut und war angenehm überrascht, wie gut mir das doch tat. Immer mehr Leute kommen zu der Einsicht oder zu der Feststellung, dass selbst das gut tut. Aber wie gesagt, ich sehe das trotzdem alles irgendwo spielerisch. Einfach diese Leichtigkeit eines Kindes wieder wahrzunehmen, das ist einfach wichtig, denke ich. Und das tut gut. Genau wie das Malen gut tun kann. Ne? Einfach malen, Pinsel, Stifte und Papier nehmen und einfach drauf losmalen. Das kann auch so eine spielerische Leichtigkeit haben und uns gut tun.
Und wahrscheinlich ist es so, dass unser Inneres, und in uns ist ja auch noch das Kind von damals, das will unbeschwert sein. Wir sind Menschen und in uns drin ist noch das Kind auch, was spielen will und Freude haben will. Das brauchen wir auch. Und ich wünsche dir alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Wie immer der Hinweis, ich bin kein Arzt oder Therapeut. Ich gebe hier nur meine Erfahrungen wieder und ich kann dir nicht garantieren, dass sie dir helfen, gesünder zu werden oder gesund zu bleiben, und auch nichts versprechen. Weitere Informationen über mich kannst du gern auf meiner Website www.pausenwege.de bekommen. Wenn du Fragen oder Probleme hast, kannst du dich auch gern an mich wenden. Du kannst auch gern meine Bücher dazu lesen. Alles Liebe für dich, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal.